Hallo, liebe Campingfreunde und die, die es vielleicht noch mal werden wollen. Wir sind hier beim Caravansalon 2022 in Düsseldorf und haben uns dieses Jahr als Motto gewählt: Budgetwohnwagen. Ihr kennt die wirtschaftliche Lage. Jetzt stehen wir hier bei einem Wohnwagen, der nicht direkt für Familien ausgelegt ist. Das ist der Caravalair Alban 390. Ist aber super für Familien geeignet, das zeige ich euch jetzt gleich, und hat einen richtig schlanken Preis, der einen doch zum Nachdenken bringt. Und hat einen richtig schlanken Preis, der einen doch zum Nachdenken bringt. Wir machen das wieder so: Ich zeige euch ein paar Impressionen von außen, dann machen wir einen Faktencheck, einen Datencheck, gehen rein und ihr entscheidet dann, ob das Ding was für euch ist oder nicht. So, dann kommen wir wieder zum Faktencheck. Was haben wir denn hier? Wir haben vier Schlafplätze, eine Gesamtlänge inklusive Deichsel von 5,70 Meter. Was ist noch interessant für uns? Die Stehhöhe von 1,95 m. Wir haben eine Breite von 2,10 Meter, eine Innenbreite von 1,95 m, ein Leergewicht von 760 Kilo. Masse in fahrbereitem Zustand 787 bzw. 850 Kilo. Das ist wirklich nicht viel. Dann haben wir ein zulässiges Gesamtgewicht von 1000 bzw. 1100 Kilo mit Auflastung. Wie viel jetzt genau die Zuladung ist, das blende ich euch unten rein, weil das steht jetzt hier so genau nicht. Wir haben eine Truma-Heizung. Der Rest soll uns zuerst mal nicht interessieren, das sage ich euch gleich. Kommen wir zum Preis. Wir haben hier einen schlanken Preis von 16.290 Euro als Grundpreis und Preis des ausgestellten Fahrzeugs 17.805 Euro, also weit unter 20.000 Euro. Könnte echt eine interessante Alternative für Familien sein. Laber, laber, laber. Ich zeige euch jetzt das Ding von innen und ihr entscheidet. Wir haben eine relativ kleine Tür ohne Fenster. In der Preisklasse völlig in Ordnung. Wir haben da oben zwei Haken für Handtasche, Kleidung, was weiß ich. Wir haben eine teilbare Tür. Sehr löblich, denn wenn ihr Hunde habt und euren Hund mal drinnen lassen möchte, könnt ihr das untere Teil zumachen, das obere Teil auf. Der Hund kriegt Luft, der Hund kriegt alles mit und kann trotzdem nicht raus. Sehr schön, wir gehen weiter, gehen von links nach rechts. Ich gehe mal rein. Wir öffnen mal die Toilettentür und sehen eine kleine Toilette, die aber völlig ausreicht. Wir haben wieder ein leider offenes Regal, das heißt, wirklich was verstauen könnt ihr hier nicht. Dann haben wir wieder das klappbare Waschbecken, was ich sehr gut finde. Das heißt, ihr könnt euch, nachdem ihr auf Toilette wart, könnt ihr einfach das Waschbecken runterklappen und die Hände waschen. Das ist meiner Meinung nach eine Entwicklung von Adria. Aber warum nicht nachmachen, wenn es genial ist? Wir haben eine Tedford-Toilette, wir haben einen Spiegel und wir haben ein kleines Heki oben, was ich sehr wichtig finde, weil wenn es mal stinkt, ist es doch ganz schön, wenn man lüften kann und die Tür zumachen kann. Dann haben wir wieder eine Duschvorrichtung da unten. Man sieht es an dem Stöpsel. Aber Leute, lasst es sein. Dieser Vorhang, der dann hier vorhängt, der klebt euch überall dran. Ihr seht, wie wenig Platz ihr hier habt. Das macht keinen wirklichen Spaß. Benutzt doch die Sanitäranlagen auf den Campingplätzen und holt euch die Feuchtigkeit nicht in den Wohnwagen. So viel dazu. Wir schwenken weiter rüber. Sehen die schöne Sitzecke. Grau, hellgrau, schöne Kombination. Da oben über dem Fenster so ein kleines Regal, wovon ich aber nichts halte. Ich zeige euch das mal kurz. Guckt euch das mal an. Das ist instabil, wenn man da was hinlegt. Das sieht einfach blöd aus. Es sieht unaufgeräumt aus. Und ja, das hätte sich Caravalair doch sparen können, meiner Meinung nach. Wir haben einen ordentlichen Tisch. Ja, die Kanten sind jetzt nicht super hochwertig verarbeitet, aber der Tisch sieht gut aus. In der Preisklasse völlig in Ordnung. Wir haben über dem Fenster noch große Schränke. Zeige ich euch mal einen. Natürlich kein Softlos in dieser Preisklasse. Wir schwenken weiter rüber. Sehen den großen Schrank, wo auch der Sicherungskasten drin sein wird. Genau so ist es. Wir haben da oben eine Kleideraufhängstange. Wir haben richtig viel Platz, was zu verstauen. Wir haben da unten den Sicherungskasten.
Das ist bei uns so der Schrank, wo wir uns so ein Hängesystem reingemacht haben, wo wir richtig viel Wäsche vor allem von den Kindern reinkriegen. Also damit sind wir sehr zufrieden. Den hat eigentlich fast jeder Wohnwagen und das ist auch gut so. Ich schwenke nochmal ganz kurz zurück, weil diese Sitzbank kann man natürlich umbauen zu einem, ja, Bett für, ja, ich sag mal, zwei Kinder, aber ein Kind finde ich doch reicht völlig aus. Also wenn ihr ein Kind habt, auf jeden Fall gut machbar. Zwei Kinder finde ich dann doch ein bisschen eng, vor allem wenn sie etwas größer werden. Wir schwenken rüber zum Elternschlafbereich. Sehen hier eine Trennwand, einen Trennvorhang, was ich sehr gut finde. Ihr könnt euch zumindest räumlich so ein bisschen trennen, vom Schall her natürlich nicht, aber vom Licht und räumlich. Dann können die Kinder in Ruhe schlafen und ihr könnt trotzdem noch Licht anhaben. Wir haben ein Fenster über Kopf. Wir haben glücklicherweise, das finde ich sehr gut, kein Fenster hier, weil da liegen die Köppe. Da wird es morgens hell und dieses Fenster macht keinen Sinn. Sehr löblich. Lob an Caravalère. Da gehört für mich kein Fenster hin. Was ich mir vielleicht noch gewünscht hätte, dass das hier etwas verkleidet gewesen wäre, aber wir haben eben wirklich, wie gesagt, die Budgetvariante. Man kann sich da eine schöne Applikation draufkleben oder sowas, dann sieht das auch super aus. Über dem Bett zwei Fenster, über dem Fenster zwei große Schränke, die auch richtig tief sind. Auch natürlich ohne Softclose, aber hier passt richtig was rein. Dann am Fußteil auch ein Fenster, völlig in Ordnung. Und darüber wieder dieses Regal, von dem ich relativ wenig halte. Ich zeige es hier nochmal. Ne? Mehr muss ich dazu nicht sagen. Um die Ecke ist die Fernsehvorbereitung. Hier kann man auch so einen Ständer aufhängen, dass man das Ding auch durch den Raum schwenken kann. Alles gut umgesetzt. Dann sind wir schon bei der Küche gelandet. Jetzt muss ich mal ein bisschen zurückgehen, damit ihr das wirken lassen könnt. Wir haben oben zwei Schränke. Platz drin, hier noch ein Regal drin. Wunderbar. Wir haben ein Fenster, was nicht so schön verkleidet ist wie bei hochwertigeren Marken, aber das muss auch nicht sein. Dann haben wir hier einen Drei-Flammen-Kocher, völlig ausreichend. Wir haben ein relativ tiefes Waschbecken, was ich immer sehr löblich finde, weil dann planscht es nicht so, wenn man abspült und es schwappt nicht alles über. Dann haben wir wieder eine ordentliche Arbeitsplatte, die sieht genauso aus wie der Esstisch. Auch die Kanten wieder ein bisschen rau, sage ich mal. Aber wie gesagt, ist natürlich dem Budget von diesem Wagen geschuldet und völlig in Ordnung. Darunter haben wir so eine indirekte Beleuchtung, das finde ich ganz schön. Wir haben einen Kühlschrank, einen Unterbaukühlschrank, ordentlich breit, nicht besonders groß. Aber ich sage mal, wir haben auch nichts Größeres. Wir haben noch so eine kleine Kühlbox, die wir uns immer ins Vorzelt stellen und dann reicht das völlig aus. Daneben haben wir eine Schublade mit Besteckeinlage. Wir haben hier die Gasabsperrhähne. Wir haben noch einen Schrank, ein Regal. Also hier ist wirklich genug Platz, um alles ordentlich zu verstauen. Als Familienvariante finde ich es wirklich schön. Mit einem Kind, mit zwei Kindern fände ich es jetzt ein bisschen klein. Ich schwenke jetzt noch mal so ein bisschen durch den Raum und sage schön, dass ihr das Video angeschaut habt. Vielleicht gefällt euch der Wagen ja. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, einen netten Kommentar, abonniert den Kanal. Denn das alles hilft uns weiter zu wachsen, bekannter zu werden, größer zu werden und vielleicht noch professioneller zu werden. Ich danke euch. Ich bin der Chris von Camping mit Herz und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.